Willkommen zur Auswertung des Battles Reading Book Channel vs. Nestflo. Zunächst die Jurystimmen. Reading Book Channel gegen Nestflo. Ja, also meine Stimme ist, Reading Book Channel hat sehr emotional vorgelesen. Das fand ich gut. Die Musik fand ich nicht so passend. Das Ende fand ich gut vorgetragen etwas. Es war ganz gut. Bei Nestflo muss ich sagen, dass es auch sehr, sehr emotional war, was ich sehr schön fand. Teilweise etwas zu schnell, meiner Meinung nach. Allerdings war die Musikauswahl sehr, sehr gut, weswegen ich insgesamt sage, dass ich eine Enthaltung hier mache. Auf jeden Fall, beide haben gute Arbeit geleistet. Es war ein schönes Battle. Yavi Jin fand Reading Book Channel besser, wegen ihrer angenehmen Stimme und guten Betonungen, obwohl sie bei ihr den Knackpunkt eher so meh fand, weil er so selbstverständlich klang. Nestflo klang ihr irgendwie zu gehetzt, zu schnell vorgelesen und zu kurze Pausen, aber sonst ganz okay. Also geht Yavi Jins Stimme knapp an Reading Book Channel. Nun zu meiner Bewertung im Battle Reading Book Channel gegen Nestflo. Ich fand zum einen, dass beide Sprecher eine Vertonung auf sehr hohem Niveau abgegeben haben. Es war wirklich sehr schwer, sich zu entscheiden und ich habe daher auch auf jede Kleinigkeit geachtet. Bei Reading Book Channel fand ich, dass es sehr gut abgemischt war, es war sehr gut betont und habe da wirklich kein Manko gefunden. Das ist wirklich Lesen auf Profiniveau gewesen. Ein kleines Kontra habe ich, und zwar ist das die für mich Standardmusik. Sie ist zwar passend, aber ich habe sie einfach schon viel zu oft gehört. Das ist bei Nestflo allerdings auch so. Er hat auch eine recht oft benutzte Musik genommen. Und an manchen Stellen hat die auch unpassend mysteriös geklungen. Bei der Abmischung sind mir, bei Nestflo ist mir da auch ebenfalls keine Fehler aufgefallen. Allerdings hat er nicht so emotional betont wie Reading Book Channel. Und das fand ich war schon sehr gut bei Reading Book Channel, weshalb auch der Punkt an sie geht. Insgesamt fand ich das ein sehr schönes Battle. Beide haben tolle Vertonungen abgeliefert, mit guter Musik, guter Pausensetzung und guter Betonung. Beide konnten die Geschichten dazu auch wirklich toll rüberbringen. Insgesamt gefiel mir die ruhige und selbstverständliche Art, mit der Reading Book Channel das Ganze vorgetragen hat, etwas besser als die eher gehetzte Art, mit der Nestflo das gemacht hat. Weshalb mein Punkt an Reading Book Channel geht. Nun kommen wir also zu meiner Bewertung beim Battle zwischen Nestflo und Reading Book Channel. Ja, beide machen das hier auf Dark Showdown zum ersten Mal, glaube ich, meines Wissens nach. Könnte sein, ja. Und dafür, dass sie das zum ersten Mal hier machen, ist ihre Qualität sehr, sehr schön. Und das ist bei beiden der Fall. Natürlich ist mir bewusst, dass sie bereits Erfahrung damit haben, Sachen zu vertonen oder mit der Stimme zu arbeiten. Aber trotzdem war es eine sehr schöne Erfahrung, das von beiden anzuhören. Ja, woran auch teilweise mein Problem besteht. Nämlich, habe ich es als Bewertender schwer, mich zwischen einem von den beiden zu entscheiden. Und wenn ich mir jetzt Sachen raussuchen würde von wegen, bei Reading Book Channel war die Musik einen kleinen Ticken zu laut oder Nestflo hat die Rolle des Vaters ein klein wenig schlechter gemacht als Reading Book Channel die Rolle der Mutter, was natürlich bei beiden trotzdem überdurchschnittlich gut war, dann wäre das einfach nicht mehr unbedingt gerecht und das will ich auch nicht. Deswegen enthalte ich hiermit meine Stimme. Gut, dann kommen wir zu meiner Bewertung. Reading Book Channel hat das sehr schön vorgetragen. Sie hat auch eine bessere Qualität als Nestflo, also rein audiotechnisch. Sie hat eine sehr gute Aussprache, passende Musik. Allerdings fand ich das Ende nicht so toll. Also ich fand natürlich die Idee sehr schön, dass man da noch etwas singt. Die Musik war ein bisschen abgeschnitten und der Gesang hätte auch noch ein wenig ausgeblendet werden können. Nestflo hat einen sehr anderen Ansatz als Reading Book Channel. Er klingt sehr enthusiastisch, fast schon überschwänglich. Fand ich leider etwas weniger passend als die Ruhe, die Reading Book Channel an den Tag legt. Und dann gab es noch ein paar Stellen, die sind fast ein wenig rausgefallen, also da klang er fast schon ein wenig weinerlich und das hat halt nicht so ganz zum Rest gepasst. Die Musik war auch sehr, sehr gut gewählt und hier hat auch das Ende sehr gut gepasst. Es war zwar auch so ein bisschen abgeschnitten, aber es klang alles sehr stimmig. Und dann war auch noch der Gesang ausgeblendet, was ich mir ja bei Reading Book Channel gewünscht hatte und das fand ich sehr schön. Aber obwohl ich das Ende von Nestflo besser gefunden habe, hat mir einfach eben dieses gefühlvolle, ruhige und flüsternde von Reading Book Channel, das kam mir halt irgendwie passender vor. Also geht meine Stimme an sie.
Die Zuschauer haben Nestflo 1 und Reading Book Channel 3 Punkte gegeben. Somit gewinnt also Reading Book Channel mit 7 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!